Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, ist mein Monitor leider in der Reparatur. Ich habe jetzt nur einen Ersatzmonitor, der aber nicht so eine hohe Auflösung hat und deswegen kann ich leider im Moment Crysis zum Beispiel nicht weiter aufnehmen. Und da dachte ich mir einfach mal, damit es nicht so langweilig wird oder beziehungsweise damit nicht gar keine Videos mehr kommen, spiele ich einfach etwas anderes zwischendurch. Und da dachte ich, dass Mario vielleicht das Richtige wäre. Weil Mario geht halt einfach immer. Ich habe das damals auch schon mal gespielt, also ganz damals, schon ewig her. Und war auch nie ganz durch mit dem Spiel. Und erinnere mich auch nicht mehr so wirklich, was man da alles machen muss. Außer vielleicht in der ersten Welt. Ja, und dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Das Spiel ist schon auf Deutsch eingestellt, das ist okay. Und alles ist noch frei. Dann nehmen wir den ersten hier. Guck mal, was uns so Schönes erwartet. Lieber Mario, komm mich doch einmal im Schloss besuchen. Der Kuchen steht bereit. In Freundschaft totst du Peach. Ja, die liebe nette Peach möchte einen Kuchen mit uns essen. Wie schön. Da sind wir doch immer gern dabei. Und ein Lakito-Wölkchen. Was uns das ganze tolle Anwesen von Peach erstmal zeigt. Und wie gewohnt kommen wir wieder aus einer Röhre raus. Wir sind ja schließlich der Klempner. Herzlich willkommen. Durch eine Warp-Röhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf zum Springen und den B-Knopf zum Schlagen. Ganz so wird es bei mir nicht sein, weil ich es auf dem PC spiele, aber das ist nicht so dramatisch. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung. Doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss! Das können wir auch gleich mal ausprobieren, weil hier ist gerade so ein schönes Schild. Dort vorne ist das Schloss der Prinzessin. Sieh dich zunächst hier im Schlossgarten um. Blabla, dann wird uns wieder die Steuerung erklärt. Aha. Also, das ist quasi der A-Knopf in dem Fall, das ist der B-Knopf und das ist der Z-Knopf. Wir sollen uns erstmal umgucken. Gucken, vielleicht sind hier irgendwo ein paar Leben versteckt. Hier war schon mal keins. Ich meine mich zu erinnern, dass manchmal da so ein Pilz oben rauskommt, aber es kann natürlich auch Einbildung sein. Das sind mir auch ehrlich gesagt viel zu viele Bäumchen hier. Um mir das alles anzugucken. Können wir da rein? Oh ja. Oh, aber anscheinend auch nicht unbegrenzt tauchen. Oder da? Okay. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Stimmt hier. Blub, blub. Ja, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier Schönes? Schwimm für Anfänger. Drücke den A-Knopf für einen Schwimmzug. Bei richtigem Timing kannst du sehr schnell schwimmen. Halte den A-Knopf gedrückt, um mit den Füßen zu paddeln. Mit dieser Technik bewegst du dich langsamer im Wasser. Drücke beim Schwimmen den Analogstick nach oben, um zu tauchen und nach unten, um zu steigen. Du kannst aus dem Wasser springen, wenn du an der Wasseroberfläche den Analogstick nach unten drückst und springst. Beachte, kein Mensch kann unter Wasser atmen. Ach nee, ist das so? Kehre zurück an die Oberfläche, wenn deine Luft zur Neige geht. Ach ja, Türen, die sich unter Wasser befinden, kannst du nicht öffnen, aber vielleicht findest du ja einen Abfluss. Oh ja, das ist ja sein Gebiet hier. Kann ich hier rein? Vielleicht mit der Stampfattacke? Nee, auch nicht. Schade. Achso, aber da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Also Münzen unten. Wie kommt man an die ran? Egal, es sind ja nur so ein paar Münzen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt am besten einfach mal ins Schloss rein. Und schon werden wir direkt wieder belästigt hier. Guten Tag, liebe Freunde des Aktionskinos. Die Lakito Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Tots zu Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach dem Powerstern. Wie immer.
Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf diese heikle Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. C-Knöpfe? Du kannst die Perspektiven beliebig verändern. Sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen, erklingt ein Warnton. Genauere Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Achso, das heißt, ich bin hier schon wieder der Hauptakteur des Films. Das ist ja auch schön. Aber ich glaube, dass die C-Knöpfe in dem Fall diese hier sind. Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, alles klar. So weit, so gut. Hier geht er automatisch rein. Oh, böse Musik. Und böses Lachen von Bosa. Oder Brosa, wie ihn auch manche gerne verächtlich nennen. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Hahaha. Oh, das hat sich der Bosa so gedacht. Werden wir natürlich nicht tun. Wir reden erstmal mit Todd. Oder auch nicht? Komm, Todd, rede mit uns. Rede doch mit uns. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Prinzessin, ich und alle anderen sind in den Wänden des Schlosses gefangen. Ach, du bist gar nicht echt? Okay. Bosa hat die Sterne entwendet und benutzt sie, um seine eigenen Welten in den Gemälden zu erschaffen. Du musst die Powersterne finden. Mit ihrer Hilfe kannst du Bosas Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es vier Welten. Beginne in der Welt der Bob-Oms. Das ist die einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du 8 Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Ich befürchte, es ist noch ein sehr weiter Weg dahin. Ja, jetzt hat man ja quasi schon so ein bisschen erfahren, worum es hier geht. Also anscheinend sind die Welten alle in Gemälden. Huch. Ich wollte eigentlich mir die Münzen hier holen. Aber eigentlich brauche ich sie auch gar nicht so dringend. Die laden sowieso nur meine Energie auf. So, wir können erstmal nur hier unten rein. Dann machen wir das doch mal. Das sieht doch nach Bob-Oms aus. So. Und das erste Level startet, wenn wir da reinspringen. Also machen wir das mal. Besiege König Bob-Omb ist also unsere erste Aufgabe, um den ersten Stern zu erhalten. Von insgesamt 8 Sternen. Dann versuchen wir es doch einfach mal. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bosa erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Oh, wie süß. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen werden dich sicher unterstützen. Drücke B, um Schilder zu ihnen. Ja, das hatten wir schon. Mit A oder B kannst du die Nachrichten umblättern. In anderen Kursen triffst du weitere Freunde, die dir helfen. Gut. Ihr seid also meine Freunde, ihr kleinen, süßen, rosan Bomben. Bewege dich vorsichtig durch das Gemälde, damit du kein Opfer der Wasserbomben wirst. Die gegnerischen Bob-Oms nehmen den Kampf und erfinden immer neue Angriffsvarianten. Okay. Sie terrorisieren uns, seit ihr König den Powerstern in die Hände bekommen hat. Hilf uns, den Stern zurückzuholen. Gehe zur Spitze des Berges, um König Bob-Omb zu finden. Kehre zu mir zurück, wenn es dir gelungen ist, ihm den Stern abzujagen. Viel Glück. Gut, dann helfen wir den kleinen Freunden nochmal. Was willst du noch? Hallo, sei wachsam, du befindest dich inmitten einer Schlacht, aber ich gebe dir ein paar Tipps. Überquere die beiden Brücken und achte auf herunterfallende Wasserbomben. König Bob-Omb ist äußerst gefährlich, lass dich nicht von ihm erwischen. Wir sind die wahren Bob-Oms und werden dir helfen. Sprich mit uns, wann immer du möchtest. Ich finde euch auch viel schöner, weil ihr rosa seid. So. Gucken, was hier Schönes drin ist. Ein paar Münzis. So, ich werde mir jetzt aber nicht hier alle Schilder durchlesen, weil dann komme ich ja niemals voran. Upsala. Und Gumbas gibt es hier auch. Wie schön. Ach, und stimmt, hier war ja ein Kettenhund. Das heißt, ein bisschen zu spät gemerkt. Ah, der macht ganz schön viel Schaden, ehrlich gesagt. Ach Gott. So wird das natürlich nichts. Sind hier vielleicht irgendwo ein paar Münzen? Oh ja, hier sind ganz viele Münzen. Sehr schön. Die nehmen wir doch alle mit. Oh, gibt direkt ein Leben für uns. Komm her, Leben. Das sieht doch schon besser aus dann. Unsere Energie ist auch wieder voll. So, wir müssen auf die Spitze des Berges, um den zu besiegen. Dafür müssen wir auf jeden Fall hier lang.
muss mich erstmal mit der Steuerung zurechtfinden, weil früher habe ich das natürlich auf dem Nintendo 64 gespielt. Oder auf meiner Wii habe ich es auch. Mit dem Classic Controller. Aber hier auf dem PC ist es doch ein bisschen anders. Aber es geht schon. Mehr oder weniger. So. Hier muss ich jetzt ein bisschen geschmeidiger vorgehen. Oh, das war ja wieder knapp. Das ist wie gesagt noch nicht ganz so einfach mit der Steuerung. Und hier ist ein Herz. Ich glaube, da können wir die Energie auch wieder auftanken, aber ist ja alles gut im Moment. So, und weiter geht's. Und da oben wartet er schon auf uns. Weil er hat natürlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als auf uns zu warten. Ist ja vollkommen klar. König Bob-Omb. Ich bin König Bob-Omb, herrsche über alle Bomben und Gebiete der Explosion. Warum ist man sowas? Warum hat man so einen Job? Ah, okay. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Das Recht gebe ich mir natürlich selbst. Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals. Tja, wenn er schon so sagt und mir schon verrät, wie es geht, dann, doch. Das dürfte ja dann kein Problem mehr sein. Aber mal gucken. Lalala. Na komm. Eigentlich ist er gar nicht so schnell. So, muss ihn erstmal erwischen und nicht daneben springen. Ich hoffe, das bricht jetzt hier auch nicht ab. So. Ah, mach mal. Okay. Ja, erstmal wieder reinfinden hier. Na komm, nun nimm ihn doch. Vielleicht ist es ja auch die falsche Chance. Nee, ist es nicht. Schmeißen wir ihn erstmal irgendwo dahin. Ist eigentlich vollkommen egal. Und ich denke mal, dass man das einfach wieder dreimal machen muss, was ja meistens so bei den Gegnern von Mario ist. Hey, er kann sich aber auch ganz schön schnell umdrehen, wenn er will. Wollen wir ihn mal ein bisschen verwirren. Ah, jetzt ist er doch ein bisschen schnell. Muss ich, glaube ich, mal weiter weg rankommen. Dann sieht er mich nicht so. Ach, verdammt. Wieder daneben. Ist auch irgendwie voll die Zelda-Musik. Das klingt irgendwie gar nicht wie Super Mario. Das klingt ein bisschen wie Zelda Majora's Mask oder so. Was übrigens auch ein ganz tolles Spiel ist, aber ich habe es auch nie durchbekommen. Mir war das als Kind auch immer zu gruselig mit dem Mond, der da auf die Erde fällt. Dagegen ist das hier doch ein bisschen harmloser. Wenn man es dann hinkriegen würde. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen springen hier. So. Jetzt kriegen wir ihn doch. Und tschüss. Wabi, du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ja, mal schauen. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Das werde ich. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kurzmenüs an. Bis dann. Nee, ich glaube, ich will ihn nicht wiedersehen. Und da haben wir unseren ersten Stern. Ich finde die immer so knuffig. Und die funkeln immer so schön. Na komm her. Juhu. Das war der erste von insgesamt 8 Sternen. Also zumindest für das erste Gemälde. Und wir haben sogar direkt die Bestleistung erhalten. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder in Wumps Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Ja, wie immer muss ich ja eh alles alleine machen hier. Ich weiß auch gar nicht, wo Luigi ist. Warum der ihm hier gar nicht mal hilft oder so. Und dann versuchen wir uns mal den zweiten Stern zu holen. Besiege den schnellen Koopa. Ja, daran erinnere ich mich auch irgendwie noch. Aber ich glaube, der war gar nicht so schnell, wie er immer tut. Hey, Koopa, alter Freund, alles klar?
Hey Mario, stimmt es, dass du König Bob-omb während eines harten Kampfes besiegt hast? Ja, natürlich, der Kampf war super hart, also, da ging schon richtig zur Sache. Du scheinst ganz schön was auf dem Kasten zu haben, aber glaubst du, das reicht auch für mich? Klaro. Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie beleidigend er ist. Nett. Wie wär's mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Na klar. Los geht's. Da mache ich doch immer gerne mit. Ich bin nämlich sowieso schneller. Die Musik ist ja auch schon wieder ziemlich episch. So. Ah, wieder an dem scheiß Kettenhund vorbei. Aber diesmal kriegt er uns nicht. Ha. Oh, die wollte ich noch gar nicht mitnehmen. Das macht nichts. Nein, verdammt. Ich fürchte, dass uns das jetzt den Sieg kosten wird. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt noch eingeholt bekommen. Darf sich hier leider keinen einzigen Fehler erlauben. Am besten auch nicht runterfallen irgendwo. Aber wie gesagt, die Steuerung ist mit den Pfeiltasten echt etwas schwerer als mit dem Analogstick auf dem normalen Controller. So, ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau ist. Der ist wahrscheinlich noch ganz oben. Ich bin auch der Meinung, der nimmt hier so eine scheiß Abkürzung. Ah, den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, der ist ja nicht mal mehr zu sehen. Ach man, Mario. Das ist natürlich schlecht. Okay, ich meine, jetzt ist auch egal. Nee, also den kriegen wir auf gar keinen Fall mehr. Auch wenn wir der wunderbar großkotzige Mario waren, der meinte, dass er auf jeden Fall das schafft. Aber ja, passiert. Man sieht ihn aber auch echt gar nicht mehr. Jetzt kann ich immer das mit dem Herz eben ausprobieren. Oh ja. Es lädt uns wieder auf. Wartet wahrscheinlich schon wieder die ganze Zeit oben auf uns. Ich glaube, wir müssen da hoch, um das abzuschließen. Ja. Das war klar, dass er da die ganze Zeit schon wartet. Höhöhö, das war ja wohl nichts. Sogar meine Uroma Koopa ist wesentlich schneller als du. Super. Naja, mit 2 Jahren Training könntest du es vielleicht schaffen. Bis dann und tschüss. Super. Und jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ich das neu starten kann. Ich will auf ihn draufspringen. Das wollte ich, aber. Schade. Achso. So kann man den Kurs verlassen. Okay.